Hallo? Jetzt geht's nicht mehr. Das ist komisch. Genau, wir betonieren gerade den Wald. Das sieht ja vollkommen richtig. Und Ölquellen, dann komische kleine Büsche und einfach alles planieren. So, wie viel haben wir noch? 21, ja, das war gut. Also ich kann das doch wieder anschmeißen. Aber den Haufen hätte ich ganz gerne. Damit ich jetzt das Teil bauen kann. 150 waren es, oder? Wo ist die Schlacke? Da, 150. Okay, bum, bum, bum. Dich dahin. Dich so. Gut. Ja, die mache ich später. Das ist okay. Stromversorgung hatte ich. Ich wollte jetzt die anderen Boiler testen. Die da, die Bunker-Boiler quasi. Sollte trotzdem mal dahin laufen, wo auch noch Schlacke zwischengelagert wird, um, falls es mit den Bunkern gut hinhaut, gleich mehrere davon bauen zu können. Hier ist allerdings keine Schlacke über. Die Schlacke hier wird auch abtransportiert, auch da hinten hin. Ich glaube, hier war ein Haufen. Jo, das sollte erstmal reichen. Und hier brauche ich mehr Pressen. Ja. Die habe ich sogar dabei. Warte. Gucken wir, ob es einigermaßen aufgeht. Blub. Blub. Du machst bitte blau. Du machst bitte grün. Also mit aufgehen meine ich, dass die hier unten schnell genug Pellets produzieren, damit die hier oben durchgehen arbeiten können. Ja, es wird schon weniger auf dem Fließband. Trotzdem bekommen die hinteren immer noch gut was ab. Bräuchte ein paar mehr rote Fließbänder, die sehe ich gerade. Nicht für jetzt direkt, aber ne, wenn wir dann mal wieder Fließbänder setzen wollen, hätte ich gerne welche auf Vorrat. Ja, hintere Fabrik kriegt jetzt schon nichts mehr ab. Ne. Okay, das heißt, wir bräuchten dann auch noch mehr hier unten. Blip. Was wieder mehr Schlacke bedeutet. Und mehr Schlacke bedeutet mehr lila Blöcke und alles ist gut. Nur ist das hier mit dem Setzen ein bisschen komplizierter gewesen, richtig? Nö, einfach normale Filterinserter. Das wäre an sich okay, nur habe ich mein lila Ärmchen alle woanders hingetan. In eine gewisse Kiste. Obwohl sie gar nicht gebraucht wurden. Die gewisse Kiste war bei dem Roboport da. Also muss ich da hinstiefeln. Muss ich meine Ärmchen da rausholen. Und kann es wieder zurück. Also, wo wir gerade dabei sind, ich habe auch kein Eisen mehr, ich habe keine Eisenzahnräder mehr. Das sollte alles auch mal hier so ein bisschen aufgefüllt werden und ansonsten sollte ein bisschen ausgemistet werden. Ausmistkisten? Du bist keine Ausmistkiste, du bist einfach nur krank. Ausmistkisten sind hier oben. Das ist quasi mein nicht vorhandenes Logistiksystem. Das sollte ich auch mal anders gestalten. Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Wahrscheinlich mit den Riesenkisten, die es bei Yoki gibt. Okay, hier kommt jetzt einfach alles rein, was ich nicht so wirklich sofort jetzt gerade brauche. Das sieht schon mal gut aus. Tanks brauche ich nicht. Chemistry, Blubdiwub brauche ich nicht. Uff, der hört schon fast auf. Für die Türme brauche ich die zum Nachfüllen, aber die kann ich auch schnell herstellen. Schmelzöfen brauche ich nicht, ich brauche kein Roherz, ich brauche kein Roh-Yogi-Kram, ich brauche keine Kabel mehr. Oder? Ne, brauche ich nicht. Plastik ist nice to have, das brauche ich nicht. Schienen brauche ich jetzt gerade nicht. Wenn wir ein bisschen Treibstoff dabei haben, ist gut. So, das schaut okay aus.
So, die hier können alle weg. Weg, 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 weg. Ja, da kommen wir es weiter rein. Schön. So. Was haben wir da unten? Es fehlt was. Lampen. Ja. Damit die Roboter nicht meckern, setzen wir da nochmal Lampen hin. Da und da. Und ich sehe gerade, dass viel zu wenig grünes Zeug hier oben ankommt, als dass die überhaupt so gut arbeiten könnten, wie sie sollten. Das heißt, wir müssen hier unten die Produktion mischen. In die Gänge bringen. Du bist zum Beispiel leer. Leer ist wenig. Das heißt, du bekommst hier jetzt noch was. Und dich ersetzen wir durch so einen. Da kommt ja hoffentlich auch mehr rum. Wobei es sich dem Ende zuneigt, ne? Hier ist noch gut was, das stimmt, aber ansonsten ist das Feld ziemlich klein geworden. Das hier ist gleich leer, da kann man quasi zugucken, wie es ausgeht. Müssten wir da noch einen hinsetzen? So. Hä, ja, das geht jetzt nicht mehr, ne? Nö. Das ist ein Problem. Kann ich das Problem irgendwie umgehen, indem ich da mit einer Zehenspitze noch reingehe? Nö. Also ich müsste jetzt komplett dafür eine Stromversorgung setzen. Ja. Das ist aber dein. Und ich kümmere mich später drum. So, gib mir dich. Kai. Trotzdem sieht es viel zu mau aus. Wir bräuchten eine richtig große Anlage. Wir bräuchten eigentlich auch ein richtig großes Feld irgendwo, aber da ist nur ein bisschen grün. So, zurück zum eigentlichen Thema. Ich wollte das Ding hier testen. Das sieht viel zu groß aus. Yep. Das, Problem. Warum waren da gerade rote Symbole drin? So, hier ist schon mal Problem Nummer 1. Das wird nicht ordentlich abtransportiert. Problem Nummer 2. Kommt von unten rauf, kommt von unten rauf. Wie kommt da unten rotes Symbol? Achso, ich muss hier irgendwann mal was aus Versehen. Wahrscheinlich durch die Blueprints falsch gesetzt haben. Es war ein einmaliger Fehler. Es kann jetzt nicht wieder vorkommen, dass da unten Dingsensbumsens herkommen. Nee. Okay. Ja, wird mehr. Jetzt wird es wirklich mehr. Das sind immer noch rote Dinger. Jetzt dürfte es nicht mehr vorkommen. Nom 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 nom. Okay, also das Ding scheint gut zu sein, aber es passt halt nicht ganz in mein Muster rein. Deswegen probiere ich jetzt mal andere Boiler. 3x3. Das müsste mit denen hier passen, richtig? Dann können wir die drei ersetzen durch einen davon. Mal gucken, ob das aufgeht. Die hier haben 70, die haben 75. Die haben eine Energiekonsumption von 3,6, die von 6,4 ist also mehr. Das heißt, momentan haben wir hier 100 Grad bei 90% Wasser. Blub, blub, blub. Noch weniger Wasser, aber das Wasser sich hier füllen muss, weil hier mehr Wasser reinpasst. Hier passen nur 10 Liter, hier passen 50 Liter rein. Es kommt weniger Wasser an. Hinfließen hin und her. Und die Performance ist gerade ziemlich an der Auslastung. Ist schon wieder irgendwo was am Laufen, was nicht laufen sollte? Zeig, zeig, Strom. Nicht wirklich mehr als sonst. Also ja, eins von denen produziert gerade ein bisschen mehr. Wahrscheinlich ist hier unten der lila Block
Generator kurz mal angesprungen. Wobei das übrigens sehr, sehr wenige sind. Sehr, sehr wenig Unicomp, was da gerade produziert wird. Da muss ich mir was Besseres einfallen lassen. Also vielleicht das überschüssige Durotal oder so, oder das Charged FC vertauschen gegen Unicomp, irgendwas in der Richtung. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt muss ich so mit dem Strom im Auge behalten. Ja, will einfach gerade nicht. Bleibt bei 8. Okay. Geh kurz rein. Ich arbeite doch gerade gar nicht. Warum sagst du denn da 8? Die pressen? So teuer sind die? Ja, Energy Consumption 600, also KW, sind 0,6 MW. Das sollte eigentlich nicht so wirklich ins Gewicht fallen. Hm. 13 Stück. Ja, 0,6 mal 10 wären 6, ne? Aber es waren es vorher auch schon. Das heißt, da hat sich nichts verändert. Okay, habe ich inzwischen genug Mastercraft-Symbole, um hier was zu eisen? Guck mal. 6000, klingt gut. Da ist noch ein bisschen was. Und das, was hier drin ist, ist lächerlich wahrscheinlich. 250, ja. Kann ich mir eine ganze Menge von den Mastercraft-Turbinen von leisten. Die hänge ich da jetzt einfach hinten dran. Das ist mein großer Plan. So, schauen wir, wie es jetzt mit dem Wasser aussieht. Und schafft trotzdem noch 100 Grad. Ich brauche die Dinger nicht mal. Aber sie sind halt effektiver, das heißt, es wird mehr umgesetzt. Die Bunker wären noch effektiver. Aber da müsste ich das Muster ändern und das will ich eigentlich gerade gar nicht. Das ist richtig schön kompakt, so wie es ist. Damit kann ich leben. Ist zwar nicht jetzt 100% effektiv, ist 75% effektiv, wenn ich dann das umstelle. Aber es sieht gut aus und das ist mir wichtiger. Kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. So, sieht das jetzt stromtechnisch besser aus? Ja, trotzdem noch nicht genug. Sobald ich ein paar Alien Infuser aufbauen würde, wäre das alles wieder auf die Katz. Ich brauche also noch was Größeres. Ich brauche die Dinger hier mit 14,6 MW. Nee, yep. Also ist zwar ganz nice to have, die Anlage hier, aber die ist auch nur temporär. Ja, das heißt, die nächsten Punkte gehen wahrscheinlich dann eher an Washer oder Miner. Die Dinger. Bauen wir schon mal 2 davon und auch noch 1 davon. Das heißt, wir haben dann 2 von den Bunkerboilern und 2 von den großen Rädern. Das wären dann 28 MW mehr. Ja, was mehr als verdoppeln würde unsere momentanen Möglichkeiten. Trotzdem schade um diesen schönen Block hier. Meh. Und das mit dem Wasser wird auch ein Problem werden. Da werden die paar Pumpen mir nicht mehr reichen. Da werde ich dann die Yogi-Pumpen bauen müssen. Oh, und ich forsche gerade gar nicht. Mach bitte hier Landfill. Zack. Damit ich das hier ordentlich zumachen kann und nicht so komisch mit diesen Betonblöcken, die dann mal auffüllen, mal nicht auffüllen. Und das ist alles ein bisschen ärgerlich. So, hier ein bisschen kahl schlagen, damit man besser gucken kann. Könnten auch Roboter machen, aber das dauert viel zu lange. Und die sind ganz am anderen in der Welt. Das machen die hier nicht. Das müssen später die Yogi-Bots machen. Aber dafür bräuchte ich dieses Charged Unicomp und dafür bräuchte ich viel zu viel Energie. Das muss also alles warten. Was mache ich denn jetzt in der Zwischenzeit? So gucken, wie meine Fuel-Blöcke kommen. Also ob das hier alles okay ist. Ja. Ich
denke, ich kopiere das. Yep. Also nicht mit dem Stahl, ich kopiere die untere Anlage hier. Das heißt, ich bräuchte 5 F&P-Smelter und 5 Washer. Washer habe ich. Das wäre sogar alles hier im Einflugsbereich. Okay. Washer rein. Pressen. Und die sind keine Pressen, das sind die F&P-Dinger. Kann ich davon so schnell so viele bauen? Nein, nicht ganz. Es fehlen Advanced Machine Frames, dafür brauchen wir rote Engines. Die kann ich aber fix von hier oben holen, nicht unten. Wobei, warte mal, hier außen ist einfacher, richtig? Richtig. Zack, 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 zack. Haben sie ein paar angesammelt inzwischen? Achso, und ich sollte mal wieder einen Batterie-Run machen, weil wir kriegen keine hellblauen Tränke, wenn wir keine Batterien haben. Ja. Das kann ich machen. Ich könnte dafür sorgen, dass hier jetzt endlich mal ihr aufhört zu arbeiten. Wir machen daraus eine Logistikkiste und arbeiten im Logistiknetzwerk. Bräuchte ich noch ein bisschen Draht für, hm? So. Abbrechen, 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 abbrechen. Einfach nur Draht. Gut. So. Intelligentes Ärmchen, intelligentes Ärmchen. Das wird jeweils verlinkt. Dir. Ja. Dann Kuh. Dann hätte ich eine andere Farbe herstellen müssen. Schmeiß auf den Boden, tut das da rein. Okay, also du bist da rot verbunden, dann hätte ich jetzt gerne noch zwei grüne. Wobei ein grüner eigentlich reicht hätte, okay. So, Kuku, du nimmst bitte nur lila Ärmchen, wenn lila Ärmchen kleiner gleich, sagen wir mal 100. Ist eigentlich auch schon zu viel, aber ne, sollte reichen. Und hier bei dir, du nimmst bitte nur Stahl, wenn Stahl, kleiner gleich, 200 wäre meistens mehr Stahl, Set. So, und so sollte das Problem jetzt hier nicht mehr auftreten. Also sie können ganz lange arbeiten, wenn sie eine rote Chips hätten, weil rote Chips immer noch nicht automatisiert sind. Yo, das soll weniger beschränken. Das alles aufnuckeln. Und das muss alles neu gemacht werden. Das muss alles neu gemacht werden. So. 128. Ja, das geht einigermaßen auf. So. Kommen ein paar neue Tränke dazu. Wie viel haben wir noch auf Vorrat? 250 rum. Sollte auch reichen. So, Landfill ist fertig, können wir gleich bauen. Laser Turrets wollte ich nicht. Warehouse. Sieht abgefahren aus, aber ich denke, ich werde eh die Yuki-Sachen nehmen. Hm. Worker Cargo Size. Brauchen meine Bilder eine Cargo Size? Es könnte praktisch sein, wenn wir so viele Fließbänder legen, dass dann jeder von den Construction Boards 2, 3 Fließbänder dabei, statt nur einem. Aber nee, ich glaube, ich nehme lieber hier Forschungsgeschwindigkeit. Das ist mir langfristig dann doch eher von Vorteil. So, das hätte ich also auch. Hier kann schon aufgeräumt werden, wo ich gerade hier durchlaufe. So. Jede Folge mal so ein bisschen davon wegmachen. Wird helfen. Blip, blip, blip. Und ich wollte hier weiterarbeiten an den F&Ps. Habe ich noch gar keinen von, hm? Yep. Aber ich kann die gar keinen, die ich habe, schon mal reinschmeißen. Ich kann die Poles reinschmeißen und das reinschmeißen, was ich gerade gar nicht brauche. Oh, genau, Rohre kann ich reinwerfen, davon werde ich ein paar brauchen.
die hier auch. Unterirdische Dinger brauche ich auch noch mehr als das. Mauern nicht, nein, Gates auch nicht, aber die und die. Blaue Ärmchen, blaue intelligente Ärmchen, blaue intelligente Filterärmchen. Wird auch nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Und jetzt das Blueprint. Zeig mir. Ist? Clear Blueprint. Zeig mir, wie ich das am besten mache. Es muss sogar mit dem Schlackerabtransport drin sein, ne? Ja. Und dem Wasser eigentlich auch. Jo. So? Ist zu niedrig. Ein höher. Yeah. Wer gespiegelt, ja? Was sieht falsch aus? Sieht immer noch zu weit unten aus. Weil es halt nicht gespiegelt ist, sondern gedreht zweimal. Was ist, wenn ich es einfach so lasse, wie es ist? Okay, stopp. Wo würde das Erz ankommen? Das Kupfererz. Das Kupfererz würde jetzt auf dem zweiten Fließband von links kommen. Ne, das gefällt mir nicht. Es muss andersrum. Blub, blub. Und ich stelle das dann so hin, aber baue noch ein bisschen was dran rum. Ich denke, das wäre die beste Lösung. Ja, setz erstmal das Blueprint. So, das kommt alles weg hier. Das mache ich von Hand. So, und auch hier die Sachen machen bitte keinen Anschluss. Ich will nicht, dass da schon jetzt irgendwas losgeht. Die können einfach schon mal an. Ja, ist alles noch auf Eisen getrimmt. Das muss ich dann später umstellen auf Kupfer. Das ist dann halt so. Was ich ganz gerne jetzt hätte. Also hier kommt das Kupfer an. Und hier kommen die Kupferplatten später raus. Das heißt, der Schlackerabtransport ist hier und geht nach unten. Das werde ich, also die Richtung von den Fließbändern muss ich eventuell auch ändern. Also eigentlich muss ich so gut wie alles an diesem Blueprint ändern, außer halt die Platzierung von den Dingern und die Einstellung von den meisten Ärmchen. Also weiß ich nicht, ob das Blueprint wirklich so viel weniger Belastung ist, als wenn ich es alles von Hand gesetzt hätte. Ja, aber lassen wir den Roboter ein bisschen arbeiten und schauen dann.